Hallo, in diesem Video geht es um Differentialgleichungen erster Ordnung und wir werden uns mit Anfangswertproblemen beschäftigen. Und zwar werden wir die Frage untersuchen, wie viele Lösungen ein Anfangswertproblem haben kann, ne, bei einer Differentialgleichung erster Ordnung. Ja, und da gibt es einen Satz und dieser Satz sagt, ein Anfangswertproblem bei einer Differentialgleichung erster Ordnung kann nur 0, 1 oder unendlich viele Lösungen haben. Ja, und dieser Satz ist auch ganz wichtig, denn wenn ihr Differentialgleichungen löst, ne, also entweder von Hand oder mit dem Computer-Algebra-System, dann wird es ab und zu passieren, dass ihr zum Beispiel zwei Lösungen erhaltet, ne, zu einem Anfangswertproblem. Ja, und wenn ihr zwei Lösungen erhaltet, dann muss euch sofort dieser Satz einfallen, dass das gar nicht sein kann. Und dann müsst ihr euch auf die Suche machen nach den versteckten Lösungen. Ja, und wie man diese versteckten Lösungen findet, das zeige ich euch in diesem Video. Gut, also gegeben ist dieses Anfangswertproblem hier. Ne? Anfangswertproblem heißt, es ist eine Differentialgleichung gegeben, nämlich diese hier, und ein Anfangswert. Ja? Gut, die Differentialgleichung lautet y' gleich x mal Wurzel aus y minus 2. Ne? Wobei y von x abhängt. Das sieht man hier und hier. So, und der Anfangswert lautet y von minus 4 gleich 2. Das heißt, wenn x minus 4 ist, dann ist y gleich 2. Ne? Und das bedeutet dann, das habe ich hier nochmal hingeschrieben, dass die Funktion durch den Punkt minus 4, 2 laufen muss. Na, also durch den Punkt mit den Koordinaten x ist minus 4 und y ist 2. Das ist dieser Punkt hier. Den habe ich hier mal gelb markiert. Ja, da muss die Funktion, also die Lösung der Differentialgleichung, durchlaufen. Gut, ich habe dann diese Differentialgleichung gelöst. Zunächst einmal habe ich die allgemeine Lösung ermittelt. Und zwar mit einem Computer-Algebra-Programm. Und der hat mir zwei Lösungen angezeigt. Und zwar einmal die Funktion y1 gleich 2. Ja, das ist eine konstante Funktion. Die habe ich hier in schwarz gezeichnet. Und hier seht ihr die auch in schwarz. Das ist diese konstante Funktion, diese schwarze waagerechte Linie. Ja. Und die allgemeine Lösung besteht aber auch noch aus einer Funktion char. Ne, das ist ja immer so, dass ich da unendlich viele Lösungen habe. Und zwar ist das diese Funktion char hier. Ja, das sind jetzt alle diese geschwungenen Kurven. Davon gibt es natürlich unendlich viele, aber ich habe jetzt nur mal vier davon aufgezeichnet. Ne? Vier von unendlich vielen. Gut, aber die allgemeine Lösung war ja gar nicht gesucht, sondern gesucht war die Lösung eines Anfangswertproblems. Ja, und dieses Anfangswertproblem habe ich dann auch noch in den Computer eingegeben, ne, also die Differentialgleichung und den Anfangswert. Und da hat mir mein Computer-Algebra-Programm folgende Lösung angezeigt, und zwar einmal y1 gleich 2. Aber er hat auch noch eine zweite Lösung angezeigt, und zwar y2 gleich dieser Funktion hier. Ja? Und das ist klar, das ist ein Sonderfall von dieser Funktion char hier, und zwar wenn c gleich 4 ist. Ja, dann erhalte ich hier diese spezielle Lösung. So, und das kann man auch sehen. Also die erste Lösung ist wieder die 2. Das ist diese waagerechte Linie, also diese Funktion. Ja, diese konstante Funktion und die geht auch wirklich durch den Punkt minus 4, 2. Ne? Sieht man ja hier. So, und diese Kurve, das ist die graue Kurve, ne? Die habe ich hier grau gezeichnet und hier, die geht auch durch den Punkt minus 4, 2. Ne? Die geht dann wieder hier hoch bis hier oben, dann wieder runter und dann wieder hier hoch. Ja? Das heißt also, von diesen ganzen Funktionen ist nur die schwarze Funktion, die konstante Funktion, und nur die graue Kurve eine Lösung dieses Anfangswertproblems. Ne, von diesen unendlich vielen Lösungen, ne, C ist ja frei wählbar, von diesen unendlich vielen Lösungen sind nur zwei übrig geblieben.
Gut, wenn ihr aufgepasst habt, dann seht ihr, dass hier ein Widerspruch entstanden ist. Na? Denn wir haben ja zwei Lösungen, aber am Anfang des Videos, da haben wir gesagt, dass ein Anfangswertproblem bei Differentialgleichungen erster Ordnung nur 0, eine oder unendlich viele Lösungen haben kann. Ja, aber nicht zwei Lösungen. Ja, und das Dumme ist, die Anschauung, die sagt ebenfalls, dass es nur zwei Lösungen gibt. Ne? Denn die allgemeine Lösung besteht ja aus dieser Konstantenfunktion, das ist die schwarze, und aus dieser Funktion char. Ne? Das sind diese ganzen vier Kurven. Ne? Sind zwar eigentlich unendlich viele, aber ich habe nur mal vier aufgezeichnet. Ja? Und nur zwei Kurven, einmal die Konstante hier und einmal die graue, nur zwei Kurven gehen durch diesen Punkt. Ja? Also dürfte so nach menschlichen Ermessen unser Anfangswertproblem nur zwei Lösungen haben. Ja? Da stellt sich die Frage, wo sind die anderen? Na, denn Nulllösungen kann ich nicht haben, denn ich habe ja hier schon zwei. Eine kann ich auch nicht haben, na, denn wie gesagt, ich habe ja hier schon zwei. Also muss ich unendlich viele Lösungen haben, na, denn der Satz ist ja richtig. Ja, aber die verstecken sich irgendwo. Ja, und wie man die versteckten Lösungen findet, das zeige ich euch jetzt hier unten. Ja, kurz gesagt, also die versteckten Lösungen. Ja, die haben wir nicht gefunden, weil wir vergessen haben, dass man Funktionen auch stückweise definieren kann. Na, machen wir das erstmal geometrisch. Und zwar kann ich mir eine Funktion ausdenken, die verläuft zunächst einmal hier auf dieser Konstantenfunktion. Ja, die geht dann hier durch diesen Punkt minus 4, 2. Das heißt, die Anfangsbedingung ist schon mal erfüllt. Dann geht sie hier weiter. Und zwar bis hierhin. Na, ungefähr bis 2,8, genau genommen bis 2 mal Wurzel 2. Ja? Und da wechselt die Funktion dann hier auf den blauen Ast und geht dann hier hoch. Ja? Also ich definiere einfach eine Funktion stückweise. Zunächst einmal verläuft sie so wie die erste Lösung. Und da, wo die schwarze Kurve die blaue Kurve schneidet, ab da verläuft sie so wie die blaue Kurve. Ja? Und schon habe ich eine dritte Lösung gefunden. Gut, wir haben schon mal eine dritte Lösung gefunden, aber wir suchen ja unendlich viele. Ja, da könnte man sich Folgendes überlegen, und zwar zwischen der grünen und der blauen Kurve, da liegen ja noch unendlich viele weitere Kurven. Ja, da muss ich ja nur dieses C hier verändern. Ja, also kann ich hier an unendlich vielen Punkten wechseln. Und dadurch erhalte ich unendlich viele stückweise definierte Funktionen. Na, wichtig ist immer nur, dass sie am Anfang hier durch diesen Punkt gehen. Ja, das ist das Wichtige. Ja, aber sonst bin ich da frei. Ich könnte sogar Folgendes machen. Ich könnte die Funktion hier durch diesen Punkt laufen lassen. Also erstmal so wie die konstante Funktion. Dann könnte ich hier auf die blaue Funktion wechseln. Also nicht hier hinten, sondern hier schon. Dann hier einmal hochgehen und jetzt wieder auf der konstanten Funktion verlaufen. Ja, da habe ich also auch noch verschiedene Möglichkeiten. Ja, gut, also ich glaube, ich habe klar gemacht, es gibt wirklich unendlich viele Lösungen. Ja, und dieser Satz hier oben ist wahr, auch wenn das Computerprogramm manchmal nur zwei Lösungen anzeigt. Ja, damit sind wir am Ende und wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja einen Gefallen tun. Ihr könnt ja mal dieses Anfangswertproblem in euer Computer-Algebra-Programm eingeben. Ne? Und dann könnt ihr mir mal sagen, ob euer Computer-Algebra-Programm eine Lösung anzeigt oder zwei oder unendlich viele. Ja, das war's für heute. Auf Wiedersehen.